So, meine Damen und Herren, liebe Läuferinnen und Läufer, wir kommen nun zur Siegerehrung des heutigen Stadtlaufs im Jahr 2013, dem zweiten Lauf von Innstab. Ich bitte die Sieger, alle auf der Bühne zu bleiben. Wenn ihr weiter am Schluss bitte bleiben Sie alle da. So, wir kommen. Jugend U18 über 10.000 Meter. Der zweite Platz in einer Zeit von 48.03. Die Ruth Eichele vom Team REST. Herzlichen Glückwunsch. U18, zweiter Platz, die Ruth Eichele. Leider nicht da. Nochmal der Malbach. Was ist so schön, der Malbach? Alter, komm schon. Alter, komm schon. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Siegerin, erster Platz in der Zeit von 47:29, der Klasse Jugend um 18, ist die Silvia Eide vom Team REST. Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Bitte alle auf der Bühne bleiben, gell? Alle stehen bei der Bühne. Ich glaube, Sie sind mit mir einig, ich war bisher eine schöne Verbindung zwischen der Therme, dem Sommerfinale und dem Sieg, dem Stadtlauf, mit der Bühne, mit dieser Kulisse. Wir wollen versuchen, dass wir das jedes Jahr so hinbekommen, dass wir diese tolle Atmosphäre mit der Bühne haben. Wir kommen zur nächsten Klasse. Aktive Damen, zweiter Platz, in einer Zeit von 58:30 ist die Isabel Stucki vom Runners Point. Herzlichen Glückwunsch! Isabel Stucki vom Runners Point. Der erste Platz vom SV Oberkulmbach, wir haben eine ganz, ganz starke Damenabteilung. Erster Platz in der Zeit von 54:39, Sabine Stein, SV Oberkulmbach. Herzlichen Glückwunsch! Wir kommen zu der Gruppe W30, eigentlich 30. Der erste Platz vom TV Bötzingen ist die Nathalie Mattes. Herzlichen Glückwunsch. Wo ist die Nathalie Mattes? In der Zeit von 66:35. Das ist die 30. Herzlichen Glückwunsch. So. Alle zu Bühne bleiben. So, wir kommen zur Klasse 35. Zweiter Platz in einer Zeit von 43:57 vom SV Oberkulmbach, die Judith Kotthoff. Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! So. Der erste Platz im Kreis 435 in einer Zeit von 41:26 ist Carmen Keppler vom SV Oberkulmbach. Carmen Keppler vom SV Oberkulmbach, erste in der Kreis 435. Was ist das, oder? Dein Job. So. Wir kommen zur Klasse B40 in einer Zeit von 60:14 vom TSV Kleine Hundstadt, die Marcella Lüdicke. Herzlichen Glückwunsch. Alter Alberin, herzlichen Glückwunsch. So. Und erster Platz in der Klasse B40. Aus Tretten in der Zeit von 57:07 ist Monika Porell. Monika Porell, erster Platz. Herzlichen Glückwunsch. Da kommt er wieder mit Flügel an. Wir kommen zur Klasse E45. Zweiter Platz in einer Zeit von 45:33.
die Christine, Christine Hundermann von der Schiedsrichter aus Bad Herrenhall. Erster Platz in einer Zeit von 45,04 vom SV Oberkuldach, die Susanne Heuer. Herzlichen Glückwunsch. Wir kommen zur Klasse. W50, dritter Platz in einer Zeit von 56,24 mit der Schiedsrichter aus Bad Herrenhall, die Rita Schneider. Das ist schön, ich bin halt Kamera. Wir kommen zum zweiten Platz von der LT Altenburg in einer Zeit von 50,08, die Helga Obercheck. Herzlichen Glückwunsch. Und der erste Platz in einer Zeit von 43,22, ebenfalls vom SV Oberkuldach, die Regine Vielmeier. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. So, wir kommen. Zur Altersklasse G 55 mit einer Zeit von 54,46 vom LT Altenburg, die Ulrike Rosenfelder. Herzlichen Glückwunsch. Und der erste Platz in der Altersklasse G 55. Da kommt immer. In einer Zeit von 54,14 vom SV Oberkuldach, die Sabine Kuschauer. Herzlichen Glückwunsch. So sehen Sie die Rennen aus. Ich werde noch einen Beifall für unsere Damen des heutigen Abends. Herzlichen Glückwunsch. So, wir kommen zu Männern, Jugend U18, der zweite Platz in einer Zeit von 55,10 vom TSV Kleinumstadt ist der Jan Rotis. Herzlichen Glückwunsch. So, und der erste Platz geht dann. Jugend U18 in einer Zeit von 42,14. Erster Platz vom SV Langensteinbach, Dominik Heinz. Herzlichen Glückwunsch. Wir kommen zur Probe. Jugend U20 in einer Zeit von 42,11 vom LT Ettlingen, der Lukas Wendling. Herzlichen Glückwunsch. So. Wir kommen dann zur Klasse Aktive in einer Zeit von 49,53. Dritter Platz zum Lauftreff Rotensohler Hirsche, Herr Stefan Adam. Der zweite Platz geht an das NAK-Team, zweiter Platz in 41,42, der Stefan Zeisberg. Herzlichen Glückwunsch. Der Sieger in dieser Gruppe, Lokalmarathon aus Bad Herrenhall von der Schiedsrichter, in einer Zeit von 40,34, unser Max. So, das ist Mama.
kommen zur Klasse E30 in einer Zeit, von 39.09, wieder Platz von der Elternhändlerin, der Viktor Scheidt. Zweiter Platz vom SV Oberpullnach, in einer Zeit von 38.39, der Dominik Finke. Herzlichen Glückwunsch. Und Sieger dieser Gruppe in einer Spitzenzeit von 36,40 vom Bildschirm des SV-Ettlingen, der Fabian Geiser. Wir kommen zur Gruppe M35 in einer Zeit von 44,22 von der Diakoniestation aus dem Finstal ist der Tobias Stein. Platz in der Gruppe M35 vom TSV Schwarzenberg in 37,19 der Sebastian Rotelow. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe auch einen Mitveranstalter von Arbeit, also auch in Instagram, der ist glaube ich auch jedes Jahr hier im Wartekanal am Start. So, Sieger. Und der Sieger dieser Klasse M35, meine Damen und Herren, in einer Zeit von 35,15 vom SV Rotfelden, Viktor Luft. Herzlichen Glückwunsch. Wir kommen zur Gruppe E40, in einer Zeit von 39,59 vom SV Rotfelden, der Stefan Niedersdorf. Da kommt er. Zweiter Platz in dieser Probe M40, meine Damen und Herren, ist 37,24 der Alexander Oberhof. Herzlichen Glückwunsch. Und der erste Platz, meine Damen und Herren, geht nach Bildbad. Der TSV Bildbad in einer Zeit von 36,55, der Guido Schmidt, Sieger der Gruppe M40. Herzlichen Glückwunsch. Wir kommen zur Gruppe M45. Der dritte Platz in einer Zeit von 46 in der LP Altenburg an den Alexander Strasser. Der zweite Platz, meine Damen und Herren, geht an den SC Neubulach in einer Zeit von 40,32 an den Dieter Röller. Herzlichen Glückwunsch. Und der erste Platz, meine Damen und Herren, in einer Zeit von 40,09 von der LC Waldachtal Frank Wolf. Herzlichen Glückwunsch. Wir kommen zur Gruppe M50 in einer Zeit von 44,31 vom SV Oberkulbach, Güter Reifenstein. Herzlichen Glückwunsch. So, und der zweite Platz vom TV Omersheim in einer Zeit von 42,21, der Alexander Heinz. Herzlichen Glückwunsch. Und der erste Platz, meine Damen und Herren, in einer Zeit von 40,04 vom SV Rotfelden, der Armin Lutz. Thank you.
Song. Wir kommen zur Probe M5 von 50. Der dritte Platz in der Zeit von 41,35 von der LC 80 Pforzheim, Wolfgang Dr. Elsässer. Herzlichen Glückwunsch. Der zweite Platz in der Gruppe M55 vom SV Oberkulmbach. In der Zeit, meine Damen und Herren, von 40,16, der Andreas Vielmeier. Herzlichen Glückwunsch. Und der Sieger in dieser Probe, M55, meine Damen und Herren, eine hervorragende Zeit von 37,18 von der Schiedsrichter Wolfgang Huber. Wir kommen zur Probe M60, in einer Zeit von 45,57, der dritte Platz von 11,80 Pforzheim, Wolfgang Arp. Herzlichen Glückwunsch. Der zweite Platz in der Zeit von 45,44 vom Laufteam RS800, Gerhard Müller. Und der Sieger dieser Gruppe von der LC Waldachtal in einer Zeit von 41,24, Hannes Tausch. Herzlichen Glückwunsch. Kann nur froh sein. So viel zu sein. Und dann haben wir noch die Klasse M65, meine Damen und Herren, in einer Zeit von 52,57 aus Talsbad, der Rolf Breithaupt. M70 von LDG Pimpfelbach in einer Zeit von 53,47, der Bernd Neudecker. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt haben wir noch die zwei Zeitschnellsten zu der, die schnellste Dame und der schnellste Herr. Also die Sieger des diesjährigen Stadtlaufs hier in Bad Hermal. Bei den Damen in einer Zeit von 41,26 vom SV Oberkulmbach, die Carmen Köppler. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind hier in Bad-Hermal. Die Siegerin des diesjährigen Bad-Hermal-Stadtlaufs. Herzlichen Glückwunsch. Und der Sieger bei den Männern. Eine hervorragende Zeit von 35,15 vom SV Rotfelden, Viktor Luft. Unsere beiden Sieger des diesjährigen Stadtlaufes, meine Damen und Herren, ist das nicht ein schönes Bild? Den ganzen Sieger, Felix, das war. Ja? Für unsere Sieger, We are Champions, meine Damen und Herren. Bitte alle mitstehen, ich habe es verdient. Danke, dass Sie dabei waren. Toll, kommen Sie das nächste Jahr wieder. Ich darf mich bedanken bei allen, die mitgeholfen haben, das Verlauf an der Kultur, bei allen Streckenkursen, bei Veranstaltern. Ich denke, es war eine hervorragende Organisation, ein tolles Wetter heute. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht für das nächste Jahr wieder. Dankeschön für euer Kommen.